Hallo Leute, es geht weiter mit Furly Twisted Tales, der Preis einer Rose. Wir haben zuletzt hier mit unserem, ich weiß gerade nicht, wie er nochmal heißt, Malga? Ist er so? Steht denn das? Ihr wisst, was ich meine. Hier, doch, Captain Malga, genau. Dem haben wir zuletzt geredet. Und was braucht man denn? Ich muss die richtige Kombination von überall die richtigen Symbole einstellen. Haben wir die denn irgendwo gehabt schon? Und ich muss sie nur wieder suchen? So. Irgendwie das hier vielleicht mit diesen Schädeln? Das mit den Schädeln wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder das hier. Warte, gibt's denn das? Das gibt's sogar. Müsste jetzt nicht in den Kopf kommen. Jawohl. Dann haben wir die richtige Kombination ja schon. Öffne dich. Also Kopf. Kopf, Mond, Wolf. Kopf. Ja, jetzt fragt sich nur, welcher Mond. Ich weiß gerade nicht, welcher. Muss ich gleich nochmal... Ach, hier ist auch ein Wolf. Ist also... Ach, es gibt nur den? Ja. Nee, es gibt auch den. Ich glaube, der ist das eher. Der. Und der, den meinte ich aber so ein... Ja, das Biest. Ist wohl eher das Biest hier. Dann ein schwarzer Mond und der Wolf am Ende. Mach ich mal den Wolf zuerst. Der war ganz unten. So. Ja, nun mach schon. Oh, das war's auch schon. Na gut. Sonnenfinsternis. Verzauberter Ring. My dearest Cain. I have watched you grow into a man. And I have a burning passion to be with you forever. Our plans are almost complete. After you have abducted the girl, get her immediately to the inner sanctum. The curse on the Prince of Fleur must be fulfilled. Begin preparations for the ritual during the eclipse tonight. Once the prince is out of the way for good, we only need to get Baron, Raphael and Malger, those fools, to ship the Devastator to the enemy in Vaxxon, who will invade Fleur, kill the queen, take back their disputed lands, and grant me the power to rule the rest of the kingdom as queen. Your darling, Anne. Anne Pellois, die olle Zippe. Was sagst du dazu, Malga? Hm? Was sagst du dazu? Nix? Wieso sagt er dazu nix? Hey! Hey, er ist zu Stein erstarrt. Na gut, dann gehen wir mal raus. Sagt er dazu was? I'm rather busy. Nee, dann nicht. Dann nicht. So, wir haben jetzt hier eine Sonnenfinsternis und einen verzauberten Ring. Wo soll's denn jetzt hingehen? Kann ich mit denen reden, mit den Leuten? Hallo? Oder mit ihr hier? Interessiert sie das? Nee, niemanden interessiert das, was wir hier rausgefunden haben. Gut, dann nicht. Dann nicht. Wüsste nicht, was ich machen kann. Doch, wir haben ja den Rum. Ach, den Rum. Hier, Leute. Lecker Rum für euch. Gut. Ab zur Brücke. Only members of the Brotherhood may pass. You don't look like Brotherhood material. Stand back. So, ich habe die Boxen eben wieder ausgemacht, die waren noch an. Ich muss mich verkleiden, damit ich an der Bruderschaft vorbei über die Brücke gehen kann. Sie müssen die Handlanger Pellois sein. Ach so, und dafür mussten wir die ganze diese Kutte machen. Was steht hier? Wasser fließt schnell, doch Erde bindet es. Muss ich da jetzt Erde drauf schütten? Oder so? Hm. Was soll ich hier... Only members of the brother. Ja, du siehst nicht aus, wie das ändern wir natürlich. Wir sehen ganz schnell so aus. Warte, kann man da noch die Erde hier mitnehmen? Nee. Ich muss ins innere Heiligtum, wo Anne Pellois versteckt ist. Ich muss mich verkleiden und so weiter und so fort. Na, das können wir uns ja denken. Dann gehen wir jetzt nicht in den Kuriositätenladen. Obwohl, wir müssten unsere Verkleidung eigentlich mal überhaupt vervollständigen. Und ich weiß noch nicht, was da fehlt. Jetzt die gelben Diamanten? Nein. Ich will die immer... Der verzauberte Ring vielleicht. Hm, also noch ist sie ja nicht... Noch, da fehlt noch was. Da muss irgendwas um den Hals oder so?
Weiß ich nicht, weil das da so blinkt. Ein Scharschlägspieß, ganz klar. Nee. Ja. Trägt eine Kutte. Ja, das ist mir schon klar, dass ich da was machen soll. Aber das Sonnenfinsternis. Ach, das Sonnenfinsterniszeichen. So, und was jetzt noch? Wo glitzert's jetzt? Was? Was fehlt denn noch? Der Ring? Hat nichts bewirkt. Was wollt ihr denn jetzt? Ach so, gar nichts. Ich dachte, jetzt kann ich da noch was machen. Na gut, dann nicht. Das Theater ist geschlossen. Wir haben auch immer noch die Leiter. Musste ich irgendwo mit der Leiter wohin? Brauchen wir von ihm hier noch was? Wir müssen dem Äffchen ja noch immer noch was geben. Das hat ja nie geklappt irgendwie. Ich soll wieder nach hinten? Warum denn? Warum? Was soll denn da sein? Ist hier noch irgendwas? Hab ich hier was übersehen? Only member. Hab ich schon kapiert. Also muss ich hier irgendwas machen können. Weiß ich nicht, aber was denn? Ich hab doch nichts. Der verzauberte Ring. Können wir denen den Ring geben? Oder die das? Only members of. Ja, ich soll mich ja verkleiden. Only ja, members. Ja, das ist ja Quatsch. Ja, es muss irgendwas hier sein, habe ich mir schon gedacht. Aber was? Aber was? Aber was? Das bringt doch nichts. Only. Ja, hallo, ich möchte nur zurück. Ich habe gar nicht mit euch geredet, ihr Spackos. Wird ganz gern wo ganz woanders hin und wo ich mit dem Kram jetzt weiterkomme, aber ich weiß nicht wo. Hä? Ich habe auch nichts zum Schneiden für den Orangenbaum und boah, im Schloss, da sind immer so viele Rätsel überall, die ich dann immer vergesse, wo ich gar nicht mehr weiß, was es da noch zu erledigen gab. Ich kann mir das nicht merken, aber ich habe halt auch nur so ein Gedöns bei mir, wo ich nicht weiß, wozu das gut sein soll. Achso, ich soll aber auch wieder zurück, das ist schön. Wohnwagenhemd. Ja. Ach, ich soll zum Wohnwagen. Ach, da waren wir ja schon lange nicht mehr. Aber vielleicht soll ich auch zur Straße, das kann auch sein. Nee. Wir gehen mal zum Wohnwagencamp. Hier waren wir ja schon lange nicht mehr. Hier gibt es was zu tun. Wieso ist denn hier auf einmal ein Wimmelbild wieder im Wohnwagencamp? Einfach mal eine Pause machen im Wohnwagencamp. Natürlich. Taschentuch, Muschel, Sanduhr. Muschel. Taschentuch, Sanduhr, Würfelbrief, Schlüssel, Schlüssel, 7 Notenschlüssel, Münzen. Die 7 habe ich doch gerade schon gesehen, jetzt da. Notenschlüssel. Wofür steckst du dich da? Und Münzen. Die hatte ich doch auch schon gesehen. Kuhglocke, Pistole, Becherglasständer. Eine Kuhglocke. Wo ist sie denn? Ist da oben? Nee. So sieht für mich auch nicht eine Kuhglocke aus. Aber ich sehe gerade keine. Pistole? Die habe ich doch auch schon gesehen. Wo ist die denn? Da. Und Becherglasständer. Natürlich, da ist die Glocke. Direkt vor meiner Nase. Becherglasstände. Und eine Banane. Eine Banane für das Äffchen. Endlich. Endlich haben wir die Banane. Endlich können wir dem doofen Äffchen seine Banane geben. Ich wusste, es sollte eine Banane sein. Es ist immer eine Banane.
kriege ich dafür? Die Augenklappe, ja, als Tausch. Und die ist bestimmt gut, um das Kostüm zu vervollständigen. Ständige nehme ich mal an. Ja, mach schon ganz ran. Ich hab meine Verkleidung. So, und jetzt tun wir so, als ob wir zur Sekte gehören und machen ein Pedoir fertig. Warum hat die so viele Anhänger? Wozu? Long live the Brotherhood. You may pass. Ja, lang lebe die Bruderschaft. So. Jetzt sind wir schon... Also, die Welt ist ja riesig hier in diesem Spiel. Der ist mit etwas gefüllt, was ihn schwer werden lässt. Ob ich ihn aufschneiden kann, um zu sehen, was drin ist? Igitt, überall Käfer. Ja, es ist echt ein bisschen eklig. Diese Bäume sehen unnatürlich verdreht aus. Welche dunklen Mächte sind hier am Werk? Voll das spannende Wimmelbild auf einmal. So, kann ich das damit aufschneiden? Ja. Ein Haufen Mehl. Wenn ich ein wenig Wasser hinzugebe... Und dann kann ich Kuchen backen. Mit Wasser und Mehl. Ach, dann habe ich einen Cracker. Wie jetzt? Ich hatte doch schon mal einen. Jetzt habe ich mir noch einen gemacht. Wie viele Cracker kann ich mir denn machen? Kann ich das jetzt nochmal aufschneiden? Nee, die Glasflasche ist jetzt weg. Hä? Kann ich mit den Käfern machen? Die locke ich mit dem Cracker. Komm. Lecker, lecker. Waldlichtung klang. Also ich gehe mal zur Waldlichtung. Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie eine Falle. Und ich will darum... Was für ein ekliges Wimmelbild. Aber sowas muss es auch mal geben. Das macht die Stimmung gut. Ich suche einfach nur Seilstücke. Das ist ja schön. Das ist ja gar nicht schwierig. Ja, super. Hier echt ganz genau hingucken. Die Musik erinnert mich irgendwie gerade so an Diablo. So ein bisschen. Ja. Mir fehlen immer noch 4 Stücke und ich sehe eigentlich gar nichts mehr. Hallo? Klick mal einfach rum. Super, da am Holz. Ach, da oben dann auch noch. Okay. Ja, voll verarscht, da auch noch. Jetzt fehlt mir nur noch einer. Da? Eine Eule? Eule-Mäule? So ein gedrehter. Was ist der denn? Ach, wie fies. Da bist du. Ich habe ein Seil. Und? Irgendwas stimmt ganz und gar nicht mit diesem Wald. Es ist, als hätte ihn eine dunkle Macht verdreht. Erde ist fruchtbar, doch der Baum saugt sie leer. Was muss ich da machen? Den gießen? So, weiß ich nicht. Vielleicht den anzünden, den Baum. Weiß ich auch nicht. Der Baum ist hohl und etwas befindet sich da drin. Oh. Können wir den abfackeln? Können wir da raufsteigen? So wie gruselig. Ne, klopft man gegen den Baum und da weiß man auf einmal, dass was drin ist. Eine Leiche. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Klanggarten. Oh, was für eine coole Idee mit den... Was ist hier? Das fährt da runter. Ja, da geht's runter. Da waren wir auch schon. Sagst du dazu nichts? Nö. Ein Rätsel. Ich brauche den Code, bevor ich versuche, es zu lösen. Der Wind fährt sanft durch die Saiten und spielt eine schaurige Melodie. Ja, du schon wieder. Ich habe sogar noch einen für dich. Hier. Ja. Und wie? Fa, mi, mi, re, Musik. Fa, mi, mi, re.
Dann machen wir das mal. Fa-Fa-Mimiri. Ja, Fa-Mimiri. Aber wie denn? Achso, ich kann die hier so... Ah. Warte. Fa-Mi-Mi-Ri. Tada! Ein Geheimgang. Der Baum dort unten ist mit einer Tür versehen. Kann ich sie erreichen, bevor sie schließt? Schließt? Tada! Renn hin. 3 Scheiben fehlen. Ich muss sie finden, bevor ich das Rätsel lösen kann. Ja, da kann ich nicht viel machen. Das sieht aber nach einem blöden Kack-Drehrätsel aus. Da habe ich gar keine Lust eigentlich zu. Tja, so ist das. Dazu sagt er sie es nichts. Das ist irgendwie Seilrolle. Ja. Und da mache ich jetzt das andere Seil bestimmt dran. Oder nicht? Und nun? Ah, Geheimgang und so. Huhu. Ah, die Zeit ist zu knapp. Ich muss einen schnelleren Weg finden, durch die Tür zu kommen, bevor sie schließt. Wie jetzt? Zauberring. Ein schnellerer Weg. Wie denn? Kann ich mich hier nicht runter? Hä? Was soll ich denn da noch machen? Bin jetzt außen rum gegangen, aber warum lässt... Und warum kann ich das nochmal machen? Ach so. Fa, mi, mi, re. So, jetzt schnell runter. Schnell, ja. Dann muss ich das oben machen mit meinem Seil, ne? Weil es ist ja auch Quatsch, hier da diesen Weg zu gehen. Wozu habe ich das denn gemacht? Also nochmal. Fa, mi, mi, voll das Action-Wimmelbild. Ja, warum gehst du denn dann nicht runter hier mit deinem Seil? Ach, jetzt geht's, Höhleneingang. Yeah, wir haben es geschafft, voll in der knappen Zeit und so. Bevor ich weitermachen kann, brauche ich die 3 fehlenden Schädel. Riecht nach Benzin. Und dann kommt nämlich das Anrätsel mit den Schädeln, wie die angeordnet werden müssen. Aus diesem Loch kommt Licht. Kann ich da die Leiter hinstellen? Wo kriege ich die anderen Schädel her? Kann ich das hier anzünden, das Benzin? Feuer machen. Super. Er glänzt so sehr, dass er das Licht der Umgebung widerspiegelt. Bootshaken. Unterirdischer Korridor. Ist hier denn noch mehr? Gehen wir mal zum unterirdischen Korridor. Oh, oh. Wow, okay. Diese Wölfe sehen hungrig aus. Vielleicht verschwinden sie, wenn ich sie füttere. Mit Schaschlikspießen. Klar, weil ein Schaschlikspieß ja auch für 3 Wölfe reicht. Mhm. Skelettschlüssel. Ohne den Schlüssel des Kerkermeisters kann ich das Schloss nicht öffnen. Tja. Oh. Ich wollte Claude vor der Verwandlung in ein Biest bewahren, aber mein Talisman war machtlos dagegen. Während ich nur hier sitze und dahin sieche, wird mir klar, was ich falsch machte. Die benötigten Elemente für den Schutztalisman sind Faden aus Wolfsfell, Adlerfeder, Silberbarren, Eisenhut. Aber das muss ja schrecklich sein. Das ist das Symbol, was ich auch im Schloss und auf dem Amulett gesehen habe. Kannst du das nicht da benutzen oder so? Hm. Ah, ein Schädel. Ich muss dem Augen einsetzen. Ach, hier. Damit bestimmt. Yay, ich habe einen Kristallschädel. Ja. Voll schlimm, dass der da so vor sich hin siechte und... Ja, gehen wir mal zum Fluss. Und machen das letzte Wimmelbild. Pfeilhorn-Fernglas. Mhm. Ich sehe mal wieder alles möglich, nur nicht das, was ich suche. Kommt noch. Sporn, Trichter, Goldbarren.
Sporen? Trichter? Trichter, wenigstens eine Sache mal gefunden. Goldbarren. Da ist der Schädel. Goldbarren. Ring, Fossil, Kuhglocke. Wieder eine Kuhglocke. Nee, kein... Das da? Wo ist denn der Ring? Da ist der Ring. Fossil. Das ist es nicht gewesen. Der Fisch hier. Das da. Da ist der Pfeil. Nimm den Pfeil. Hä? Ich soll den Pfeil doch finden. Hier ist doch einer, oder nicht? Ist es nicht der richtige? Komisch. Ich sehe hier eigentlich einen Pfeil gerade. Aber gut, dann nicht. Dann nicht. Und das hier ist auch alles kein Fossil. Da ist Sporn. Ja. Na gut. Panzerhandschuh, Maulkorb, Kranz. Kranz. Maulkorb, Panzerhandschuh. Ich weiß, dass man als Zuschauer von Weitem alles viel übersichtlicher sieht. Ich will das nur nochmal erwähnen, dass man, wenn man halt auf dem großen Bildschirm direkt davor sitzt, alles viel großflächiger und dann hat man nicht so... Ich kann natürlich mit dem Kopf auch nach hinten gehen, aber irgendwie ist es im Nachhinein immer einfacher. Panzerhandschuh. Ich sehe nur einen Helden. Da ist ein Handschuh, bei dem wir da nicht nehmen. Fossil-Kuhglocke. Nehme ich mir mal einen Tipp für die Sachen. Da ist ein Panzerhandschuh, okay. Das Fernglas, das sollte doch auch zu finden sein. Hier, nee. Lupe, das hier ist es auch nicht. Ein Paddel. Ist das das Fossil? Nee. Möchtest du den Pfeil jetzt nehmen? Warum nimmst du die Dinge nicht? Was ist das da? Was war das? Ach, das war der Pfeil? Ach, echt? Na, wenn ihr meint. Da war das Fernglas ganz versteckt, sozusagen getarnt. Fossil-Kuhglocke. Ist das die kleine Kuhglocke? Das war das Fossil, das ist ja auch gemein. Ja, und jetzt noch die Kuhglocke. Ist das... Ja, super, Kristallschädel, alles klar. Gut. Geschafft. Sehr schön. Was ist denn hier noch so? Etwas fehlt in der Vertiefung in der Wand. Aha. Diese Felsformation liegt direkt unter dem Licht, welches durch die Decke fällt. Unter Wasser glänzt etwas aus Metall, aber ich komme nicht heran. Kurzhaken. Kerkermeisterschlüssel. Was soll da jetzt hin? Der Ring? Nee. Ich frage mich, wie lange dieser unterirdische Fluss ist. Er könnte Kilometer lang sein. Oh Gott, ja, ich überziehe hier schon wieder voll die Zeit. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Es ist aber auch riesig hier. Also, bis dann.